die Ikone von Rapid, Hans Krankl, den haben wir jetzt am Telefon. Hallo Hans. Morgen, grüß Gott. Hans, was sagst du zu dieser, das hat dich so getroffen, gell, gestern? Naja, ja, der Druckerschütz hat mir das direkt auf Sendung gesagt, also ohne Vorwarnung, weil mir das gerade, er hat das gerade durchgelegt und das war nicht nach der Sendung, das hat mich natürlich schon sehr schockiert und erschüttert. Wahnsinn. Wenn du jetzt so zurückdenkst, Otto Maximale, wir haben ja wirklich wunderschöne Zeiten mit ihm erlebt. Was würde dir als erstes einfallen? Was war das Besondere am Otto? Ein super Trainer, ein super Mensch, ein super Entertainer, war eigentlich immer lustig. Er hat seine eigenen Eitelkeiten gehabt und wir Spieler haben immer gespielt mit diesen Eitelkeiten und haben ihm immer Streicher gespielt, aber er war nie böse. Und ich kann nicht das Beste mit ihm sagen. Als Trainer muss ich sagen, er war für mich der, von all meinen Trainer, die in meiner Laufbahn gehabt haben, und ich habe sehr viele gehabt, der größte Motivator, ein Mann, der Fußball gelebt hat und der ein absoluter Fachmann, ein Top-Trainer war. Und er ist ja eine Rapid-Legende geworden. Ich werde einen Satz von ihm nie vergessen. Du wirst es sicher erinnern können, es haben ja viele aus Ex-Jugoslawien-Spieler bei Rapid gespielt. Und die Austria-Fans haben dann immer die Hütteldorfer begrüßt mit dem Chor FC Jugo. Und ja. Ich habe zum Otto Paris schon gesagt, Otto, die sagen FC Jugo. Hat er mir angesagt, ja, wissen Sie, die lieben mich. Die wollen mich begrüßen. Und das war er. Er hat alles versucht, positiv zu sehen und nicht negativ. Ja, er war eben das, was ich gesagt habe. Er war, die ich mal Spieler gehabt habe, sind alle begeistert von ihm. Er war immer ein positiver Mensch. Er hat eine Mannschaft vorbereitet auf den Punkt und war immer positiv. War immer ein positiver Mensch. Ganz super. Ja, und er ist ja auch einer, sagen wir, der viele Ex-Jugoslawien, wenn man so einen Spieler nach Wien gebraucht hat, ich sage, ne, Granča, Brucic, Halilovic, ja, du wirst doch viel mehr werden, der Einfall. Er hat eigentlich immer Qualität gebracht. Ja, er hat auch Antonin Panenka gebracht. Also, ja, und über Brucic, Granča, Halilovic, besonders über Brucic und Granča, braucht man nichts sagen. Das waren Top-Spieler, Top-Spieler für Europa, Top-Spieler für Österreich, Top-Spieler von Dynamo Zagreb. Die haben wir bei Rapid nur gekriegt, nur durch ihn. Ja. Was würdest du sagen, was war vielleicht eine Schwäche an ihm? Oder hast du überhaupt keine Schwäche gesehen? Als Fußballtrainer hat er keine Schwäche gehabt. Als Mensch war seine Schwäche vielleicht ein bisschen seine Eitelkeit, aber das war eher immer lustig. Also nichts Verwerfliches, nichts Böses, nichts Negatives, sondern eigentlich nur lustig. Er war ja auch, glaube ich, ein sehr heiterer Mensch, wenn man viel Hetz gehabt. Ja. Ich kann mich erinnern, damals, wie war das in Nantes? Wie nach dem Spiel die Mannschaft sich entschieden hat, sie haut einem mit dem Anzug ins Wasser rein. Man, das kannst du nicht bei jedem Trainer machen. Nicht? Aber ja. Er hat dann gelacht, den kannst du dich noch erinnern. Nicht? Im Hotel, in den Swimmingpool haben sie abziehen reingehauen. Und er ist gelacht, er ist drin gestanden mit dem Anzug und hat dort gegrinst. Ja, er war auch ein begnadeter Sänger. Und du denkst nur Sänger von kroatische und kroatische Melodien, die meistens um Zagreb gehandelt haben und da hat er sich auch als Sänger gesehen. Also es war immer sehr lustig. Ja, er war wirklich ein großer Mensch. Hans, danke, dass du Zeit gefunden hast. Wir werden sicherlich, wenn wir es wiedersehen, noch ein paar Mal über Otto Maximale reden. Und vergessen kannst du ihm sonst so nicht. Hans, herzlichen Dank und alles Gute. Danke ebenfalls.